Ein so wohlriechendes Gefäß konnte nicht verborgen bleiben, ohne Duft auszuströmen und die Wohnung des Herrn mit süßem Wohlgeruch zu erfüllen. Während sie im engen, einsamen Kloster das Alabastergefäß ihres Leibes durch ein hartes Leben zerbrach, wurde das Haus der Kirche mit dem Duft ihrer Heiligkeit gänzlich erfüllt. So haben wir, liebe Schwestern und Brüder, gestern Abend in der Sterbestunde der heiligen Clara nach einer alten Tradition gebetet. Und natürlich können wir sagen, diese Gebete, das ist eine schöne Sprache, das sind poetische Gedanken, die machen wir uns zu eigen und sie kosten uns nichts. Wenn wir allerdings anfingen, die Gebete, die wir sprechen, ernst zu nehmen, nach dem alten Grundsatz, dass wir das glauben, was wir beten, dann haben wir möglicherweise Schwierigkeiten. Wie kann man das ernsthaft sagen? Dass eine zarte junge Frau das kostbare Alabastergefäß ihres Leibes zerbricht, das kommt uns ganz quer. Wir tun doch heute alles, um diesen Leib zu erhalten, um ihn schön zu machen. Wir müssen uns nur fragen, wie lange wir tagsüber vor dem Spiegel verbringen. Oder wenn wir uns die Batterien von Kosmetika anschauen, die unsere Badelandschaften, muss man inzwischen ja sagen, bevölkern. Dann geben die ein deutliches Zeichen dafür. Oder wir brauchen nur nebenan ins Krankenhaus zu gehen. Eine regelrechte Industrie, die sich darum kümmert, dass alles gut ist. Aber ein Zerbrechen des Leibes? Wenn man so denken will, dann hat Clara in der Schule des Franziskus wirklich das umgesetzt, was Paulus uns im Philipperbrief in der Lesung gesagt hat, sich nach dem auszustrecken, was vor mir ist. Also nach der Zukunft. Nach der einzig wirklichen Welt. Das gilt für Clara immer. Wir befinden uns mit ihr und mit Franziskus im Hochmittelalter. Die Kirche hat sich über 1000 Jahre hin etabliert. Natürlich gibt es in ihr das Mönchtum noch. Aber das harte Mönchtum, das, was im 2., 3. Jahrhundert plötzlich aus dem Nichts entsteht, wofür es viele gescheite Theorien gibt und trotzdem nur eine einzige schlüssige Erklärung. Und das ist die gleiche Erklärung, die wir bei Franziskus und Clara haben. Die Frage ist immer, ach ja, da kommt dann die konstantinische Wende im frühen Mönchtum und dann reagieren die Mönche darauf. Das hätten die frühen Mönche so selber nie gesagt. Wenn man sie gefragt hat, was machst du da? Wenn du auf deiner Säule sitzt, was machst du da als Vater, der ein sogenannter Graser ist, der nur von Wildkräutern lebt und sonst gar nichts zu sich nimmt? Das ist ein bisschen verrückt. Wir nennen die dann heute in moderneren Schriften die Athleten der frühen Zeit. Das war sozusagen eine asketische Olympiade. Ja, so sehen wir das. Diese Frauen und Männer in der Wüste hätten nichts anderes geantwortet als: Wir leben das Evangelium. Schreck, wie das Evangelium. Das, was wir hier haben, das Neue Testament, am Ende müssen wir das auch machen, damit wir Christen sind? Das hätten sie wiederum nicht gesagt. Aber dass es dieses Zeugnis in der Kirche braucht, davon waren sie fest überzeugt. Sie kannten sehr wohl die Grenzen der Menschen, aber sie wussten auch, wie schnell wir, und sie haben das oft in ihrer eigenen Existenz erlitten, wie schnell wir an unsere Grenzen stoßen und wie schnell wir uns in diesen Grenzen einrichten und wie schnell wir uns von diesen Grenzen definieren lassen. Und dann ist nichts mehr mit, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Dann richte ich mich meinen Grenzen ein. Gehorsam, ja natürlich, das ist immer schwierig. Kommt so eine Nase und sagt mir, was ich zu tun habe. Wie komme ich denn dazu? Eine Nase oder Näsin, wenn wir gerecht sein wollen. Wie komme ich dazu, sowas zu machen? Mich unterzuordnen? Wo kommen wir denn hin? Meine Freiheit beschneiden zu lassen? Warum? Warum soll ich mir Verzicht auferlegen?
bei der Speise? Warum um alles in der Welt soll ich auf Dinge verzichten, die ich mir leisten kann? So verrückt. Wir sind doch eigentlich stolz darauf, dass wir es uns leisten können. Wir in einem der reichsten Länder der Erde. Und jetzt kommt da einer und sagt, nee, du sollst es weggeben. Du kannst ohne leben. Vielleicht merken wir ein wenig, und es wäre gut, wenn wir wenigstens ein bisschen erschreckten, dass das ganz quer geht zu unserem eigenen Lebensgefühl. Wie sehr wir schon durch und durch formatiert sind, durch Konsum, durch das, was wir haben müssen, was wir glauben, essen zu müssen, wie wir uns einrichten müssen, wie wir unser Leben gestalten. Clara und Franziskus sind knapp 1000 Jahre nach diesem ersten großen, starken Impuls des Mönchtums diejenigen, die diesen direkten Impuls des Evangeliums und der Apostelbriefe wieder in die Kirche bringen und ihn radikal und hart durchsetzen, und zwar ohne jede Kompromisse. Da hat selbst der Papst, der nun wirklich auch ein umstrittener Zeitgenosse war, große Augen gemacht. Was ein solch zerbrechliches, zartes Alabastergefäß, wie es Clara war, zeitlebenskränklich, wie hart sie sein konnte, und zwar nicht nur zu sich selber, das auch, allen voran, aber auch hart zu anderen, das hat sie dem Papst spüren lassen. Das hat sie ihm abgerungen mit seiner Bulle über die Armut, von wegen hier und da ein kleiner Kompromiss und wir werden da mal sehen. Nein, das wollte sie schriftlich haben, bevor sie die Augen schließen konnte. Und es ist nicht von ungefähr, wir haben das gestern im Sterbebericht gehört, dass die ganze römische Kurie sich auf den Weg macht nach San Damiano, wo sie dann entschlafen war. Und es ist nicht von ungefähr, dass man eigentlich schon gleich das Heiligenoffizium der Jungfrauen singen wollte, statt ihr die Totenmesse zu halten. Und es muss ein Kardinal sein, der sagt, lasst uns bitte bei der Ordnung bleiben. Das hätte der heiligen Clara gefallen. Weil das hat sie bei Franziskus gelernt. Nicht dieses überschießend charismatische, diese charismatische Kraft geht in die eigene Lebensgestaltung, geht um jeden Preis darin, das Evangelium zu leben, es umzusetzen, aber nicht darin, in Ordnungen zu ändern, in irgendetwas Beliebiges zu tun. Das war ihr ganz fremd. Wenn wir sie heute feiern mit unseren lieben Schwestern, wenn wir sie auch hier in der Kirche mit einem eigenen Ort ehren, da wir eine ganz kleine Reliquie von ihr haben, dann sollten wir immer wieder darum beten, dass wir vorstoßen zu dieser Quelle des Evangeliums, die es ernst mit uns meint, die uns deshalb eine Askese, eine Übung, einen Verzicht auferlegt, weil wir in den Spuren dessen gehen sollen, der auf alles verzichtet hat. Paulus sagt das auch im Philipperbrief, indem er einen alten Hymnus der christlichen Gemeinden, der ersten christlichen Gemeinden übernimmt. Er nahm nicht für sich in Anspruch, in seiner Gottheit zu bleiben. Er stellte sich bloß. Er machte sich nackt. Er entäußerte sich ganz und gar und wurde wie wir, ein Mensch, in allem uns gleich. Und er ist den Weg gegangen, unseren Weg, den Weg der Sterblichen, aber ohne zu sündigen, ohne die geringste Distanz zu Gott, der er auch ist und immer war. Ohne eine geringste Distanz. Nicht definiert durch die Grenzen, die diese Welt vorgibt. Grenzen der Sünde, Grenzen der Verfehlung, Grenzen der fehlenden Kraft und der fehlenden Ideen. Und zwar Ideen, die von Gott ursprünglich in diese Welt hineingelegt sind. Der ganz in Freiheit war und alles, was es an Grenze gab, auf sich nahm. Und ohne Sünde diese Grenze ertragen hat, bis sie ihm keinen Raum mehr ließen, bis sie ihn erpressten und zerdrückten. So ist er zum Opfer am Kreuz geworden. Das ist die Spur. Immer. Wenn Menschen, ob es die frühen Mönche der Wüste sind oder Franziskus und Clara oder ob es heutzutage solche geben mag, vielleicht versteckt,
Vielleicht wird nirgendwo darüber berichtet und geschrieben. Die Wucht des Evangeliums auf sich nehmen, weil sie sich wie Clara nach dem ausstrecken, was vor ihnen liegt. Wie viel Sorge verwenden wir, dieses so flüchtige Leben zu erhalten? Ich las letzter Tage bei einem russischen Vater, der einem jungen Mönch einen Rat gab. Der sagt: Was sorgst du dich eigentlich so um dein Leben? Wenn Gott will, dass du lebst, wird er dafür sorgen. Und wenn er es nicht will, warum willst du dann eigentlich leben?